Also, ich war ja früher Animateur auf Kreta, hab mich dann irgendwann mal entschieden, ich muss was Ernsthaftes mit meinem Leben anfangen. Hey, ich bin der Moritz. Ich studiere Elektrotechnik an der FH Aachen seit 2 Jahren, bin jetzt im 4. Semester. Ich habe dann auf Kreta entschieden, ich mache die Fachhochschulreife nach. Dort war ich dann ziemlich gut in Mathe, habe dann Mathe mit 1,0 bestanden und dann dachte ich, ja komm, jetzt machst du mal was mit Ingenieurswesen. Und ja, bin dann einfach mal zum Arbeitsamt gegangen, habe gefragt, ja, was soll ich denn studieren mit Mathe 1,0? Dann haben die gemeint Elektrotechnik. Und dann habe ich immer wieder von der FH Aachen gelesen und dann dachte ich, ja, wenn ich das schon mache, dann dort. Ja, die Inhalte waren bis jetzt, da ja in den ersten 3 Semestern das Grundstudium abgehandelt wird, eher theoretisch, da wir ja erst ab dem 4. Semester wird es praktischer. Meine momentane oder meine Vertiefungsrichtung ist Fahrzeugelektronik. Da ich überhaupt keine Vorahnung habe durch meine Animationszeit davor, fehlen mir halt sehr viele Begriffe da. Zum Beispiel ein Multimeter oder ein Oszilloskop zu bedienen, wenn man das davor nie gemacht hat und dann geht man das erste Mal ins Praktikum und dann sagt der Professor, hey, mach mal, dann sieht man ein bisschen alt aus. Also es ist schon sehr praktisch orientiert, das Studium. Also wir müssen verschiedene Schaltungen aufbauen, ja, dann halt an verschiedenen Punkten dann halt messen, ob die Signale auch richtig ankommen, was für Signal, so ein Eingangssignal reinschicken und dann schauen, was für ein Ausgangssignal dann rauskommt. Also die Atmosphäre ist momentan spitze und es macht natürlich sehr Spaß, weil wir einfach diskutieren können mit den Professoren, die lassen sich auf Gespräche ein und ist natürlich viel, viel geiler als im Grundstudium, da, als wir noch mit ca. 200 Leuten in der Vorlesung saßen. Bei uns ist das so, dass halt, sag ich mal, eher die Schlechten am Anfang ausgesiebt wurden und jetzt sind halt nur noch die, die es wirklich wollen. Und dadurch kann man sich auf alle verlassen. Natürlich ist was Anspruchsvolles. Ich denke mal, man kann was bewirken in der Welt. Ich würde auf jeden Fall allen Leuten empfehlen, die es vorhaben, E-Technik zu studieren, dass sie erstmal die ersten 2 Semester durchziehen. Nämlich da ist es wirklich anstrengend, es ist viel Stoff und vor allem, wenn man keine Vorahnung hat, da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, das legt sich auch wieder nach dem Semester. Und jetzt im 4. Semester, das macht so dermaßen Spaß. Da kann ich einfach nur empfehlen, zieh das durch, auch wenn es jetzt mal, auch wenn man mal einen Hänger hat, das ist später, macht es einfach Spaß und es ist ein geiles Studiengang.